Meine Spielweise oder meine Herangehensweise werde ich nicht ändern. Es gibt eine gewisse Kaderstruktur, es gibt gewisse Ausfälle, das weiß ja jeder. Dann gibt es gewisse Überlegungen bezüglich der Gegner. Und wenn man dann, das Lustige am Fußball ist ja, dass es diese Diskussionen immer dann nur gibt, wenn man verliert. Kann sein, dass wir morgen wieder mit vier Zentralen spielen. Dann wird die Art und Weise trotzdem entscheidend sein. Kann auch sein, dass wir mit drei spielen. Auch dann wird die Art und Weise entscheidend sein. Aber was definitiv so ist, ich werde jetzt nicht wegen medialer Berichterstattung meine Herangehensweise ändern. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 war das gegen Bochum definitiv die defensivere Ausrichtung wie in den Spielen davor. Am Ende sollte jeder Spieler und euch als Trainer in Anspruch haben, dass die Experten solche Meinungen nicht äußern können, weil wir gute Leistung oder bessere Leistung bringen, als wir es am Samstag gemacht haben. Am Ende müssen wir uns das selber ankreiden, dass wir eine Plattform geboten haben am Samstag, die es zulässt, dass sich mehrere Leute, die mit dem Club nichts zu tun haben, äußern können. Unsere Aufgabe ist es, so zu spielen, so zu verteidigen, so ein Spiel zu gestalten, dass diese Experten, und es ist ja dann sehr, sehr schnell nach drei Tagen meist wieder andersrum, sagen, dass alles perfekt ist. Es trifft schon zu, dass wenn wir verlieren, dass natürlich dann das Selbstverständnis auch einen kleinen Kratzer kriegt und natürlich aber auch die Ehre gekitzelt wird. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Abwehrspieler haben. Also nur einmal, um das nochmal festzustellen. Egal, ob die Spieler, die jetzt gespielt haben oder selbst die Spieler, die dann noch auf der Bank saßen. Wir haben sehr, sehr viel Qualität. Und wie im Offensivbereich auch, ist niemand ohne Fehler. Aber klar wird natürlich beim Verteidiger dann, wenn wir Gegentore kassieren, dann da ein Fass aufgemacht. Das kann ich jetzt aus, wenn ich jetzt euren Blickwinkel betrachte, schon verstehen. Aber wir stehen da zusammen und sehen das mannschaftlich geschlossen. Und wir werden auch wieder davon profitieren, dass unsere Verteidiger eben eine enorme Qualität haben.